So, da sind wir auch schon wieder zurück. Wie ihr seht am Inventar, ich musste nicht mal, ich habe meinen Charakter nicht komplett rübergezogen von meiner Hauptinsel, sag ich jetzt mal, oder Hauptwelt von meiner Frau, sondern ich habe mir den Charakter runtergezogen, weil ich dann einfach die Skill-Attribute mehr dazu schon bekommen mit Laufen, hast du nicht gesehen. Aber auch hier musste ich kräftig farmen für unsere Werkbank Nummer 3, also Werkbankstufe Nummer 3. Ihr seht, jetzt sind wir noch gerade Stufe 2. Wir gehen aber direkt mal auf den Hammer. Rechtsklick. Denn wir wollen das Gerbergestell bauen. Dafür brauchen wir 20 Lederreste, 5 Hirschfell, 15 Feuerstein und 10 Holz. Kurze Erklärung, wo bekommt ihr alles her? Holz dürfte klar sein, von den kleinen Bäumen oder normalen Bäumen. Feuerstein, hatte ich schon ein Video drüber gemacht, findet man oft an Wasser. Lederreste bekommt man von den Schweinen. Hirschfell bekommt man logischerweise von den Hirschen oder eben halt von den Rehen. Zu den Rehen kann ich nochmal klipp und klar sagen, wenn ihr es schafft, so schnell wie möglich euch den Bogen herzustellen, macht es. Denn der Bogen ist wirklich, ich finde schon mit die stärkste Waffe, wenn auch zum Jagen und hast du nicht gesehen. Also der Bogen ist wirklich. Macht ihn euch, so schnell ihr die Materialien zusammenbekommt. Ihr braucht halt 8 Schweine dafür, in Anführungszeichen, und 10 Holz. Dann macht ihr dazu direkt die, warte, wo habe ich sie? Die Feuerpfeile. Dafür braucht ihr allerdings die Federn. Die Federn werde ich auch noch ein Video zu machen, wie ihr die am schnellsten bekommt. Aber sobald ihr den normalen Bogen habt, ist das alles kein Thema. Aber stellt euch auf jeden Fall den Bogen her. Also die Rehe halten auch nicht viel aus. Ein Schuss reicht. Aber macht euch den Bogen. So, aber worum geht es jetzt eigentlich? Wir machen unsere Werkbank auf Nummer 3. Dazu den Hammer in die Hand. Ich wollte halt nur ein paar Tipps geben, was ihr noch machen müsst. So, wir haben alle Materialien. Wie immer, das Ding muss nicht in der Hütte stehen. Es kann auch außerhalb stehen. Aber man sieht, hier wäre zu weit weg. Hier wäre zu weit weg. Hier könnte es noch stehen. Ich stelle es jetzt einfach mal hier daneben. Wie gesagt, eine richtige Hütte baue ich mir noch nicht, weil dazu kann ich euch auch direkt was sagen. Zack, Stufe 3 erreicht. Kleiner Moment, hier wieder aus dem Menü raus. Zack, jetzt sehen wir hier Upgrade Nummer 3. Heißt, wir können jetzt alles auf Stufe 3 hoch upgraden. Dann kurz, warum baue ich mir meine Hütte hier nicht richtig? Ja. Guckt es euch mal an. Ich bin wirklich auf einer Insel. Also ich glaube, das nächste Video wird dann schon sein, wir bauen ein Boot, weil ich bin hier gefangen auf einer kleinen Mini-Insel. Da müssen wir hin zum ersten Boss, aber dazu kommt natürlich auch noch was. Was will er denn hier von mir? Hallo, tschüss. Aber wie immer, wenn ich euch helfen konnte, und das denke ich mal einigen mit Sicherheit jetzt, gern ein Abo da lassen, gern ein Like da lassen für weitere Videos. Natürlich, ich habe ja gesagt, ich gehe das Spiel so, alles was ich lerne, gebe ich auf YouTube auch wieder in einem kleinen Tutorial-Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon wieder und haut rein.